So, wie ihr sehen könnt, ist das hier der Eingangsbereich zur Station. Wird noch einiges getan werden müssen. Kommt einfach mit euch. Wer es kennt, hier ist das Telefon. So, hier kann man sehen, da müssen wir auf jeden Fall noch das Gitter hinmachen und Tür und alles, was noch reinkommt. Ja, das Gitter da oben, das muss noch alles zugemacht werden. Also wir haben hier noch eine ganze Menge Arbeit. So, aber eine Zelle haben wir so gut wie fertig. So, Zelle Nummer 3. Wie man sehen kann, hier steht Bett drin, Fenster, Schrank. Und wie man so schön sehen kann, oben ist nichts. Ja, das ist ganz wichtig, um auch von oben filmen. Man kann auch von hier oben runterfilmen. Ja. Wer also Lust hat, in diesem Film hier mitzumachen, meldet sich bei uns einfach in der Gruppe, die man in der Beschreibung findet. So, wie man sehen kann, sieht man nicht mehr. Sieht man noch nicht viel. Hier ist noch viel Baustelle. Das heißt, hier müssen die Wände noch zugemacht werden. Und die Böden belegt werden, die Möbel müssen hier rein. Ja. Auseckern, die Decke lassen wir hier ein bisschen runter. Das ist ja mal so ein Film, genau. Die wird noch abgelassen, damit das schön aussieht. Hier kommt man in den Bereich, ich hoffe man kann es jetzt noch erkennen. Das ist der Flurbereich, der natürlich ein kleines Stück tiefer geht. Das wird alles noch zugemacht, das sieht man nachher nicht mehr. So, und hier kommt dann der Wäschereibereich hin. Ja, natürlich alles im Kleinformat. Und man kann ja schon andeutungsweise sehen, wo was hinkommt. Das ist dann hier, wo wir jetzt stehen mit der Kamera. Das ist der Flurbereich und dieser Flurbereich geht dann da geradeaus weiter Richtung Tisch. Wenn man einfach mal so Richtung Tisch filmt, damit man sehen kann, damit die Leute sich vorstellen können, wo. Das heißt, auf der rechten Seite, wo jetzt die Böden liegen, kommt Personalraum und das Arztzimmer. Und auf der anderen Seite hier kommen Vorzimmer und Büro. Und ganz wichtig, hier kommt ein Fundus rein. Das heißt, hier können wir unsere Materialien ablegen, wie Requisiten, die Bekleidung. Weil ich denke ja mal, dass wir auch mehrere Folgen drehen werden. So, ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick gehabt und würde mich freuen, wenn sich viele melden würden.